einen wunderschönen Montagmorgen. Es geht wieder los, Urlaub ist zu Ende. Wir haben ein bisschen Pause gemacht, aber jetzt sind wir wieder mit vollem Tatendrang dran. Und ja, passend zum Start, starten wir in der Herbst. Pulli wieder an, lange Hose. Wahnsinnig. Naja, egal. Ich wünsche allen eine schöne Arbeitswoche. Ich wünsche allen Schülern, die wenigen, wo mir zuschauen, einen wunderschönen Start in das Schulleben wieder. Sommerferien auch zu Ende. Aber ihr hängt ja nicht lange, 4 Wochen, glaube ich, sind ja schon wieder Herbstferien. Also, ich wünsche allen eine einfache gute Zeit. Mach das Beste draus. Und für diejenigen, die mehr Freetime wollen, die können sich gern bei mir melden. Ich warte gerade noch auf dem Grütschethof. Lade letzte oder der Hänger vom Wochenende ab, wo der Kunde geladen hat, und will ein kurzes Fazit ziehen jetzt nach meinem Urlaub. Und zwar muss ich ein riesengroßes Dankeschön an alle meine Leute sagen. Also wirklich, wir haben über die 3 Wochen, wo ich jetzt wirklich ein bisschen ruhiger gemacht habe, also nicht ganz abgestellt, sondern ein bisschen im Handy und so, aber auf jeden Fall ruhiger, haben wir alle Rasenmäheraufträge im Abo weiterhin übernommen. Wir haben alle Grünschnitttouren weiterhin übernommen. Es ist nichts ausgefallen. Wir haben nichts verschieben müssen. Wir haben können komplett durchziehen. Wir haben trotzdem alle Pflegende von allen Firmen übernommen. Also das heißt, alle Firmen, wo man im Abo oder wo man halt eine Reinigung machen, ist über die komplette Sommerzeit durchgelaufen. Auch das ist passiert. Und das funktioniert nur mit einem geilen Team. Und ich freue mich mega, dass ich ein geiles Team habe, dass ich geile Leute habe. Deswegen machen wir bald Sommerfest. Ja, ich freue mich einfach, bin dankbar für jeden Einzelnen, der dabei ist. Bin dankbar für diejenigen, die noch kommen. Ich habe diese Woche ein paar Bewerbungsgespräche, da freue ich mich auch mega drauf. Und dann schauen wir einfach, wie es weitergeht. Wichtig ist, der Service steht an erster Stelle. Mir stehe für die Freetime und das soll für jeden Einzelnen so sein, dass er das wirklich nutzen kann. Gerade beim Grünschnitt-Abo bekomme ich das immer wieder mit, wie die Leute mir danken, weil es so unkompliziert ist, so einfach funktioniert, sie keinerlei Ansprechs- oder Rückfrage brauchen, sondern einfach, sie kriegen einen Termin, sie werden über WhatsApp benachrichtigt, die was wollen, wenn die Abholung ist, und dann wird es abgeholt. Und das funktioniert einfach super gut. Und das, ja, so soll es doch eigentlich auch sein, oder? Und ja, also wir haben noch Plätze frei, was Abo betrifft. Wir fahren ja noch bis Ende November, bevor wir dann in die Winterpause gehen. Aber jetzt September, Oktober, November, 3 Monate nochmal Vollgas, den Garten abräumen, alles was noch so wächst, dann im Abo noch mitgeben. Aber natürlich auch, wie man es jetzt heute Morgen, wie ich den Hänger fortfahre, gibt es die Möglichkeit auch immer Hänger zu stellen zum selber beladen. Genau. So, das war's Wort zum Sonntag oder zum Montag, besser gesagt. Also, wie gesagt, ich wünsche allen eine schöne Arbeitswoche. Ich werde mich jetzt wieder hier mehr melden. Ich versuche wieder täglich euch an meinem Business teilhaben zu lassen. Genau, dass regelmäßig wieder was folgt. Mich haben ja schon Leute angeschrieben, was los ist, kommt nichts mehr. Ich bin wieder da.